Moin, liebe Crowd, zu Krypto mal ganz einfach. Heute geht es um den Einkauf eures Lebens. Solltet ihr nämlich Crowd-Token kaufen, würde ich das glatt unterschreiben. Es geht aber auch darum, wie ihr das erste Mal swappt und euch dazu die passenden Coins und beziehungsweise Gas-Fees besorgt. Ihr solltet dafür schon mal eine Wallet erstellt haben. Wenn dem nicht so ist, dann geht doch mal in unser Video eure Eintrittskarte in den Crypto-Space und erstellt euch noch schnell eine Wallet. Dann könnt ihr gleich nach dem Intro mit uns gemeinsam loslegen. Ihr habt also eure Wallet erstellt und wollt jetzt das erste Mal swappen. Dafür braucht ihr natürlich ein paar Coins entsprechend des Netzwerks, in dem ihr swappen wollt. Ihr könnt entweder zu einer dezentralen Börse gehen und euch dort einen Account machen, sowas wie Crypto.com, und von dort dann eure getauschte Kryptowährung auf eure Wallet laden. Oder aber ihr nutzt etwas wie Ramp-On-Anbieter. Das heißt, wir nutzen unsere Kreditkarte oder auch einen Bankaccount, wobei das dann ein bisschen länger dauert. Und wir laden uns quasi über diese Anbieter direkt ein paar Kryptowährungen bzw. ein paar Coins in unsere Wallet. Das werden wir jetzt mal machen. Also wir verbinden unsere Wallet jetzt nochmal mit CrowdSwap. Ihr könntet natürlich die Wallet auch an sich öffnen. Ich habe da jetzt schon ein bisschen Spielgeld drin, ein bisschen Matic. Gehe jetzt mal zum Ramp Network und sage, ich möchte Kryptowährung kaufen. Ich nehme jetzt auch nur ein bisschen Spielgeld. Man muss natürlich immer aufpassen. Auch Krypto kann süchtig machen, übertreibt es nicht, gerade wenn ihr startet. Kriegt erstmal ein Gefühl dafür und nutzt nur das Geld, das ihr übrig habt. Ich tausche jetzt 50 Euro einfach mal in Matic, weil ich weiß, dass ich gleich im Polygon-Netzwerk swappen möchte. Und dafür brauche ich auf jeden Fall Matic als Gas-Fees. Ich kann aber auch Matic tauschen. Ich muss da jetzt mal meine E-Mail-Adresse eingeben. Und wenn ich das gemacht habe, bekomme ich eine Bestätigung. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und wenn ich die dann eingegeben habe, kann ich im Grunde direkt weitermachen. Ihr könntet hier natürlich auch USDC, also Stablecoins, kaufen und die in eure Wallet transformieren. Das Problem ist, ihr braucht auf jeden Fall nachher ein bisschen Matic als Gas-Fees, wenn ihr im Polygon-Netzwerk swappt. Deswegen lade ich das einfach jetzt direkt drüber. So, jetzt habe ich das bestätigt, was ich in meinem Mail-Eingang gefunden habe und kopiere mir jetzt noch meine Adresse aus meinem Wallet raus. Die brauche ich nämlich, da soll ja dann nachher das getauschte Geld bzw. die getauschte Kryptowährung hin. Ich habe eben schon gesagt, also man könnte das natürlich auch über Banktransfer machen. Das dauert dann ein paar Tage. Ich mache das deswegen jetzt mal mit der Kreditkarte. Dann ist das innerhalb von wenigen Minuten dann auch wirklich drauf. Ich gebe dann hier meine meine Karteninformationen ein. Das zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Sonst würdet ihr das wahrscheinlich ebenso eingeben. Wenn ich dann die Daten eingetragen und gespeichert habe, kommt dann als nächster Step kommen dann die Informationen, die ich eingeben muss bezüglich meiner Kreditkarte, die ich euch jetzt natürlich auch nicht zeige. Dann müsst ihr euch, wahrscheinlich ist es bei euch ebenso, mit eurem Account einmal verifizieren, je nachdem, wo ihr das eingerichtet habt. Das ist jetzt bei Wege-Authentifizierung für Kreditkarten. Und wenn das dann alles passiert ist, könnt ihr das quasi kaufen, also diesen Tausch von Euro in Matic in meinem Falle. So, wir haben jetzt die 50 Euro in roundabout 36 Matic getauscht und an unsere Wallet übertragen. Gehe ich nochmal auf CrowdSwap und in die Wallet und müsste da jetzt die 38 Matic sehen. So, und jetzt möchte ich ja gerne in CrowdSwappen.
Deswegen gehe ich mal in den Swap-Bereich und gebe Matic ein. Jetzt habe ich das Problem, dass ich Matic in Matic schlecht tauschen kann. Deswegen muss ich mir unten noch was anderes eintragen und das überbrücken. Also jetzt habe ich Matic ausgewählt und Crowd-Token. Jetzt nehme ich mal roundabout 10 Matic, einfach nur um mal zu swappen. Und sehe, 213 Crowd-Token kommen da roundabout raus. Gehe auf Swap-Token und confirm das. Muss einen kurzen Moment warten und das dann noch in meiner MetaMask bestätigen. Da seht ihr jetzt auch die Gas-Fees, die anfallen. Das ist auch der Grund, warum ich definitiv Matic in meiner Wallet brauche. Sonst könnte ich die Transaktion nicht durchführen. Wie gesagt, ich bin im Polygon-Netzwerk. Jetzt ist die Transaktion bestätigt. Oben sehen wir noch, dass es noch auf Pending ist, ist noch nicht bestätigt, jetzt ist aber confirmed. Und dann können wir uns die Transaktion im Grunde auch nochmal im Explorer anzeigen lassen, sofern das hier funktioniert. So, jetzt aber. Und dann seht ihr da auch nochmal den Status, erfolgreich und die Contract-ID. Ihr könnt euch die Transaktion nochmal anzeigen lassen. Und diese Contract-ID auch kopieren. Das ist dann wichtig, wenn ihr Crowd-Token noch nie in eurer Wallet hattet. Zeige ich euch gleich, wie ihr euch das dann anzeigen lassen könnt. Seht ihr Dezimalstellen 18 und die offizielle Seite. Dann geht ihr nochmal in die MetaMask hinein. Und da, wo ich jetzt die Crowd-Token habe, die ich geswappt habe, die 213, seht ihr ja, da kann ich unten auch auf Token importieren klicken. Und dann gebe ich diese Adresse ein, die ich euch gerade gezeigt habe, diese Contract-ID. Da ich das jetzt bei mir im Wallet schon drin habe, steht hier natürlich, der Token wurde schon hinzugefügt. Bei euch würde dann automatisch Tokensymbol Crowd gezogen werden und Dezimalangabe 18. Dann könntet ihr auf Kundentoken hinzufügen gehen und schon hättet ihr den Crowd-Token genauso in eurer Anzeige wie ich in meinem Wallet. Hallo Eva, kleine Information am Rande. Mittlerweile kannst du den Crowd-Token auch über die App hinzufügen. Wenn du das Polygon-Netzwerk ausgewählt hast, musst du lediglich hier noch auf diesen Button Add Crowd to Wallet klicken. Und dann geht deine MetaMask auf und du kannst hier mit Add Token den Crowd-Token ganz einfach in deine Wallet übernehmen. Fertig. Ja, das war es eigentlich schon und ich hoffe, ihr habt jetzt auch das erste Mal mit uns zusammen geswappt. Hey, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Videos und mir bleibt wieder mal nur zu sagen, liebe Leute, abonniert unseren Channel und gebt uns ein Like, dann ist's bald wieder DeFi-Zeit. Ansonsten macht's gut und läutet ganz laut, denn now it's time to crowd out. Bis dahin, ciao.